Willkommen zur 41. Episode vom Vitamin Berge Podcast. Und obwohl meine Gäste heute gesagt haben, dass sie das Meer bevorzugen, wird es ausgestrahlt. Ich möchte mich von vornherein gleich nochmal so ein bisschen entschuldigen, weil die Tonqualität ist ein bisschen schlecht gewesen, denn wir haben es während des Sturmes hier aufgenommen, wo sowohl in Dresden als auch hier am Bodensee es ordentlich gewindet hat. Deswegen, es gibt ein paar Aussetzer, aber der Inhalt war einfach zu geil und zu lustig und zu gut, als dass ich das nicht ausstrahlen möchte. Vielleicht machen wir nochmal eine zweite Episode, dann live mal vor Ort. Aber bis dahin auf jeden Fall viel Spaß mit Simon und Anni und ihrer Reise durch Norwegen. Viel Spaß! Heute geht's zurück in meine Heimat nach Dresden und durch Zufall habe ich tatsächlich einen der beiden Gäste von heute im Klobetrotter getroffen, der mich da nett beraten wollte, ich aber völlig desinteressiert war, bis mir dann irgendwann so mal wie die Schuppen von den Augen gefallen ist, wer das eigentlich ist. Und umso mehr freue ich mich, dass ich heute Anni und Simon im Podcast habe, die viele bestimmt kennen. Von 3000 Kilometer zu Fuß durch Norwegen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen aus Dresden. Erzählt doch mal kurz für diejenigen, die euch noch nicht kennen, wer seid ihr und was macht ihr? Ja, vielleicht fange ich mal mit meiner Vorstellung an. Du hast mich ja so schön angekündigt. Wir haben uns ja vor kurzem bei mir quasi auf der Arbeit getroffen. Mein Name ist Simon Michalowitz. Viele Leute kennen mich, weil ich vor einigen Jahren durch Norwegen gewandert bin, fast 3000 Kilometer zu Fuß. Zusätzlich zu meinem Blog habe ich dann ein Buch veröffentlicht über die Reise, ganz viel weiterhin über Touren zu berichten, zu schreiben. Und genau, das ist das, was ich so mache und was mich so in die Berge zieht. Genau. Hallo, ich bin Anni, Anna Maria Wilhelm mit vollem Namen, aber ich wäre gerne Anni genannt. Genau, ich bin 34, komme aus Dresden, 33, oh Gott, ich mache mich schon älter. Genau, und ich bin letztes Jahr mit Simon durch Norwegen gewandert, meine erste große Tour. Genau. Ja, wir haben uns quasi auf der Arbeit kennengelernt vor einigen Jahren und entschieden, dass wir irgendwann mal zusammen eine große Tour machen wollen. Und so sind wir im letzten Jahr zusammen dann nochmal durchgestartet quasi, haben unseren Job gekündigt und unsere Wohnung aufgegeben und sind nochmal dann zusammen durch Norwegen gewandert. Genau, das ist das, was wir im letzten Jahr zusammen gemacht haben. Sehr cool. Springen wir mal ein Stück zurück. Wie seid ihr denn überhaupt zum Wandern gekommen? Also ihr hättet ja jetzt auch Rad fahren können oder so. Ja, Wandern stand eigentlich bei mir nicht so auf der Liste. Bei mir war es eher so der Allround-Outdoorer im Kindesalter. Also Outdoor war da eher nicht der Begriff. Wir waren viel draußen, haben eine Menge Blödsinn draußen gemacht in der Natur, bei uns auf dem Dorf. Und zum Wandern bin ich eigentlich erst recht spät gekommen. Eigentlich so aus einer Bierlaune heraus bin ich mit meinem Nachbarn den Rothaarsteig gewandert bei uns vor der Haustür. Ich komme ursprünglich aus Iserlohn an der Grenze zum Ruhrgebiet und ja, der Rothaarsteig wurde neu eröffnet und da haben wir das so ein bisschen aufgenommen und haben gesagt, ach, das wäre doch mal was, so vor der Haustür loszuziehen und so bin ich quasi zum Wandern, zum richtigen Wandern gekommen. Bei mir war es so, ich war eigentlich als Kind nie wirklich gern wandern oder zu Fuß unterwegs, also das war immer eher so ein bisschen Zwang als Vergnügen. Man wird ja ein bisschen immer mitgeschleift. Bei mir ist es eigentlich aus einer früheren Beziehung heraus entstanden, dass dann die erste Hüttentour war, glaube ich 2007 in den Alpen das erste Mal gewesen, im Verwall damals. Und das hat mich so ein bisschen angefixt. Also seitdem bin ich eigentlich gerne zu Fuß unterwegs, bin dann auch später zum Klettern gekommen. Und ja, war dann eigentlich auch viel draußen unterwegs, auch zu Fuß. Genau, 2005
15 war dann meine erste Solo-Tour in Norwegen. Und da war es dann eigentlich endgültig um mich geschehen, sozusagen. Ja, seitdem bin ich eigentlich immer wieder zurückgekommen nach Norwegen. Und ja. Genau. Auch alleine oder halt mit Simon zusammen. Und nun tragen beide den Nordland-Virus gemeinsam in uns quasi. Aber warum? Wollen immer wieder zurück. Warum denn Norwegen und nicht die Alpen oder Spanien oder die amerikanischen Gebirge? Also bei mir ist das so ein bisschen auch vielleicht durch die Prägung meiner Eltern. Wir sind früher immer im Urlaub dreimal im Jahr Richtung Norden aufgebrochen und dann allerdings nach Dänemark, haben da mitunter so kleine Tagestouren mit der Fähre nach Norwegen genommen und mich zieht es eigentlich schon immer in den Norden. Also es ist schwer zu beschreiben. Ich habe auch schon eine Hüttentour in den Alpen gemacht und so und war auch... Aber mich zieht es immer eigentlich in den Norden. Das ist ganz komisch. Mir liegt einfach die Mentalität der Leute dort, wie das Ganze so funktioniert mit dem Draußensein und dass man da halt viele Sachen auch für sich alleine machen kann, dass es halt nicht so viel Trubel gibt wie in den Alpen. In den Alpen gibt es natürlich auch Ecken, die ruhiger sind, aber vergleichbar mit Skandinavien finde ich das nicht. Und deswegen zieht es mich persönlich eigentlich immer in den Norden, auch gerne in den hohen Norden. Soll ich auch noch was sagen? Ja. bei mir ist es auch so, dass ich halt Skandinavien-affin schon länger bin. Also ich war ein Jahr in Dänemark, habe da studiert. Wir waren früher auch öfter mal im Norden so ein bisschen im Urlaub, Schweden. Und also speziell an Norwegen reizt mich eigentlich wirklich diese Kombination aus dieser rauen Natur. Die Einsamkeit, dass man so viel Wasser hat, diese Kombi aus Bergen und Meer halt. Und da eben auch ziemlich viele Herausforderungen so findet für sich selber und eben natürlich auch die Freiheit mit dem Jedermannsrecht. Also das ist halt schon schön, dass ich überall die Freiheit habe, mein Zelt aufstellen zu können und da irgendwie so sehr, sehr frei mich fühle da oben. Genau, das Freiheitsgefühl ist schon ein großes Thema für mich auch, finde ich, in Norwegen. Das ist schon vielleicht ein bisschen anders als zu dem ganzen reglementierten Draußensein, was es hier vielleicht auch in Deutschland gibt, genau. Für die das nicht kennen, was ist das Jedermannsrecht? Na, das Jedermannsrecht ist so aus der Tradition der Norweger entstanden, draußen unterwegs zu sein. Grundsätzlich zum Beispiel gibt es das Recht, dass man überall übernachten kann, sein Zelt aufzuschlagen. Also es gibt eine Reglementierung, wie es zum Beispiel in Deutschland gibt, in der Form, dass man in Naturschutzgebieten und so weiter nicht zelten kann. In Norwegen darf man eigentlich sein Zelt überall aufschlagen oder übernachten, wenn man sich an gewisse Spielregeln hält, einen gewissen Abstand hält, wenn Häuser dort sind, dass man natürlich seinen Zeltplatz so hinterlässt, wie man ihn vorgefunden hat und dass man recht einfache Regeln beachtet. Dann kann man sein Zelt in Norwegen eigentlich überall aufschlagen, wo man möchte. Und das ist so das Jedermannsrecht. Also die Natur ist für jeden frei zugänglich. Das ist ein ganz großes Thema auch in Skandinavien. Okay. Wenn wir mal zur ersten Tour die 3000 Kilometer zu Fuß durch Norwegen zurückgehen, wie kommt man auf diese Idee, das machen zu wollen? Ein guter Kumpel von mir, der Ulrich, der hat mir davon erzählt. Wir haben uns über ein großes Outdoor-Forum kennengelernt. Und dann hat er mir erzählt, dass er gerne nach Norwegen fährt. Und der hat 2000. Und er macht das in Etappen vom Ruhrgebiet bis zum Nordkap. Das ist sein Plan. Sommers wie Winters zieht er los, alleine oder mit der Familie. Und geht dann immer in Etappen eine Woche, zwei Wochen los, um irgendwann am Nordkap anzukommen. Und er hatte diesen Gedanken von Norwegern aufgegriffen, die das schon seit so 20, 30 Jahren machen, dass man halt Norwegen vom südlichsten zum nördlichsten Punkt zu Fuß oder im Winter per Ski durchquert. Und da ich damals so angefangen habe, in Norwegen unterwegs zu sein, hat mich das total
geflasht irgendwie, diese Idee, so lange unterwegs zu sein und es gibt da keine Regeln, es ist nicht ein durchgehender Trail, sondern es ist einfach nur ein Startpunkt und ein Zielpunkt, das war schon irgendwie ziemlich lässig und das hat mich so auf die Idee gebracht, das dann am Ende zu machen. So bin ich damals darauf gekommen, diese Tour anzugehen. Das war so der Grundgedanke. Und wie bereitet man sich darauf vor? Ich meine, 3000 Kilometer, das ist ja jetzt schon ein ganzes Stück. Ja, vorbereiten, vor allem am Schreibtisch, indem man alles Mögliche plant vorbereitet. Ich muss gestehen, bei der ersten Tour habe ich mich gar nicht so körperlich groß vorbereitet, was vielleicht auch nicht ganz so der schlauste Move war am Ende des Tages. Die ersten 2-3 Wochen waren dann doch sehr anstrengend, weil ich einfach nicht in der körperlichen Verfassung war, vielleicht wie am Ende der Tour. Aber das Schöne ist bei so einer Tour auch, dass die nicht in der ersten Woche entschieden wird. Also man muss jetzt nicht in der ersten Woche sofort ranklotzen ohne Ende, um anzukommen, sondern die Konstanz ist da eigentlich eher so der Schlüssel zum Erfolg. Und daher habe ich mich eher so am Schreibtisch mental vorbereitet und die ganzen Sachen geplant wie Nachschubpakete und die Route. So körperlich ist es damals leider so ein bisschen auf der Strecke geblieben, sage ich mal so. Und wie orientiert man sich dann? Also ist das wirklich, wenn du sagst, es ist eher eine freie Route? Wie hast du das gemacht? Mit Landkarten, GPS oder? Genau, also es ergibt sich natürlich so ein bisschen über die einzelnen Wandergebiete, die man dann quasi miteinander verbindet. Und es gibt auch schon eine gewisse Anzahl von Leuten, die diese Tour schon gemacht haben. Also wühlt man sich da durch diese ganzen Blogs von denen und guckt, welche Routen die sich genommen haben. Man verbindet dann die Wandergebiete wie im Süden Rondane und Langer Widder beispielsweise über Wege oder Straßen, die man sich dann raussucht, über große Internetseiten, die es in Norwegen gibt, wo Landkarten frei zugänglich sind und puzzelt ein bisschen dann seine Strecke zusammen. Und das ist halt total spannend, weil jeder macht es irgendwie anders auf dieser Tour. Und es gibt da kein Stempelheft, dass man irgendwelche bestimmten Punkte anlaufen muss oder so, sondern man sucht das einfach nach seinem Gusto und das macht es halt spannend, aber auch natürlich intensiv in der Vorbereitung, weil man so viele Sachen planen muss, um nicht auf unliebsame Überraschungen zu treffen oder auf einmal vor irgendeinem Problem zu stehen, dass man zum Beispiel kein Essen nachbekommt oder so weiter. Und das Große bei so einer Tour ist auch, dass man vielleicht nicht die schönste Route sucht, sondern die, wo man am bequemsten und am schnellsten auch vorankommt. Das ist vielleicht auch so ein Punkt, den man bei so einer Fernwanderung dann gerade da oben in Norwegen und vielleicht am Anfang außer Acht lässt, aber man muss halt auch Strecke machen und dann links und rechts irgendwelche Schlenke einzubauen, ist dann vielleicht nicht ganz so schlau, nur weil es da noch vielleicht einen tollen Aussichtspunkt oder wie auch immer gibt. Das macht die ganze Sache so spannend. Ich finde jetzt eher die Aussage spannend. Wirst du ab und zu mal angefeindet? Ja, aber das ist ja doch der Sinn des Wanderns, dieses Entschleunigen und Runterkommen und so weiter. Aber eigentlich geht es um Strecke machen und nicht um die Schönheit. Also passiert dir das ab und zu mal? Nee, angefeindet wird man da nicht. Aber natürlich, wenn man 5 Monate durch Norwegen wandert, dann steht man nicht vor jedem Wasserfall staunt und macht 100 Fotos. Also das macht man vielleicht am Anfang. Aber natürlich ist so eine gewisse Gewöhnung an das Draußensein und an in Anführungsstrichen die Schönheit der Natur tritt natürlich ein. Aber ich versuche mir das schon auch immer zu bewahren, dass man da doch mit offenen Augen und Ohren so durch die Gegend geht. Und ja, man hat ein Ziel. Und wenn man das erreichen will, dann muss man da halt so ein paar Sachen unterordnen. Und da ist zum Beispiel dass bestimmte Punkte vielleicht dann nicht angelaufen werden, sondern dass man das dann vielleicht in einer anderen Tour macht und auch schöne Wandergebiete, wo man sich wahrscheinlich wochenlang herumtreiben kann, da geht man teilweise in 3-4 Tagen durch. Aber dann weiß man halt im Nachgang, okay, da ist schön, da muss ich dann vielleicht mal separat nochmal eine Tour machen. Das ist so ganz einfach bei so einer Fernwanderung. Jetzt habe ich den Namen vergessen, die bekannteste deutsche Waldwanderin. Frau Thürmer. Ja, genau. Christine Thürmer. Christine Thürmer, genau. Die beschreibt das ja auch als, irgendwann wird es zur Routine. Man hat so einen Tagesablauf, man steht früh auf mit der Sonne, man geht den ganzen Tag, man isst und dann geht man abends wieder ins Bett. Stumpft das nicht irgendwann ab? Also verliert man dann nicht vielleicht die Lust? Also bei mir überhaupt nicht. Natürlich ist es irgendwann wie so ein Job. Man steht irgendwann auf,
Frühstück geht los, schafft sein Tagespensum und das Ganze dann Tag für Tag. Aber es ist halt ein ziemlich cooler Job, ein ziemlich schöner Job. Und abstumpfen finde ich nicht, weil das merkt man vielleicht auch erst im Nachgang so Natur, dass diese Einfachheit dieses Lebens draußen einfach so einem so viel gibt. Mir gibt das ganz viel. Und wenn ich dann hier zum Beispiel in Dresden bin und aus der Tür heraustrete und fast überfahren werde, dann muss ich mich nach Buszeiten richten, nach Anfangszeiten für die Arbeit und so weiter. Und man ist dann sofort wieder in so einem Schema drin. Und das Schema, was man auf so einer Langtour hat, ist eigentlich relativ einfach. Und das macht es für mich aus. Und abstumpfen, nee, gar nicht. Also für mich könnte so eine Tour auch wirklich ewig weitergehen. Das macht mir einfach großen Spaß, so unterwegs zu sein. Sehr gut. Ich glaube auch, dass da bei der Christine natürlich auch, also es gibt ja nur bestimmt eine Handvoll Leute auf der Welt, die überhaupt genau so was machen. Also es ist ja quasi wirklich ihr Job, die lebt davon quasi. Ja, das stimmt. Also die hat natürlich einen anderen Blickwinkel auf die Sachen. Und andererseits ist es auch so, dass wenn jetzt Leute von unserer Tour hören und das ist so was wahnsinnig Romantisches, also was die da reinlegen, die so, wow, das, also ihr müsst ja auch total entspannt sein und jeden Tag irgendwie so toll und das ist auch so, aber ja, es ist halt auch ganz schön hart und man stumpft nicht ab, also ich bin überhaupt nicht abgestumpft, aber es ist halt schon so, dass man irgendwann sagt, okay, ja, coole Aussicht, na, geil, gucke ich mir kurz an, aber es muss halt auch jetzt wieder weitergehen. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Und was bei uns natürlich auch zum Beispiel im Vergleich zu Christine so ist, dass das nicht unser Leben ist, draußen unterwegs zu sein. Ne? Also wenn du Bergführer bist, ist es auch ganz anders, als wenn du zweimal im Jahr vielleicht zwei Wochen in die Berge gehst. Dass man sich da schon noch irgendwie so ein bisschen, ja, diese Romantik des Unterwegsseins oder dieses Besondere bewahrt. Und das möchte ich auch immer. Also ich möchte kein Profi-Abenteurer sein und ich möchte auch kein Profi-Weitwanderer sein, in Anführungsstrichen, dass ich nichts anderes mehr mache als solche Touren, weil dann verliert das so ein bisschen den Reiz des Besonderen. Und das fände ich ganz, ganz nicht schrecklich, aber für mich wäre das nichts. Ich möchte nicht nur ausschließlich unterwegs sein, sondern für mich soll das auch was Besonderes bleiben und loszuziehen und aufzubrechen. Vielleicht auch für ein halbes Jahr, aber dann muss ich auch wieder zurück in meine Heimat, in meinen Rückzugsort vielleicht. Und von daher ist es für mich immer was Besonderes, loszugehen und abzustumpfen. Nein, eine gewisse Routine setzt vielleicht ein, aber abstumpfen tue ich da auf gar keinen Fall. Zur Romantik kommen wir gleich noch. Kurz nochmal zu dir, Anni. Wie hast du denn so deine erste Tour in Norwegen erlebt? Ja, das war ein ziemlich krasses Erlebnis, ziemlich einschneidend. Wie habe ich das erlebt? Es war ein ziemlicher Schock irgendwie. Also man ist halt so von einem Moment auf den anderen, ist man halt auf diesem Wanderweg und läuft halt, steuert so die erste Hütte an, DNT-Hütte vom norwegischen Wanderverband und ist halt komplett alleine, hat diesen übelst schweren Rucksack auf dem Rücken und ja, muss da halt irgendwie so klarkommen. Und ja, es wird einem so nach und nach immer mehr klar, dass man das auch gut schafft und dann kommt so ein bisschen Spaß dazu. aber es fordert natürlich auch wahnsinnig krass, also ja, wenn man das halt nicht gewöhnt ist oder das erste Mal macht. Aber der Stolz ist halt dann wirklich groß auch, dann, wenn die Tour zu Ende ist und man will es eigentlich immer wieder machen. Und ja. Ja, ich glaube, der Reiz oder das Krasse ist, wenn man das erste Mal wirklich alleine solo aufbricht auf so eine Tour, wo man irgendwie keinen hat, der einen vielleicht an die Hand nimmt oder der erfahrener ist als einer selbst, als man selbst. Das ist dann wirklich, glaube ich, krass. Und das hat Andi ja damals auch gemacht. Zusammen war das, glaube ich, damals. Und dann auf einmal so aus dieser Komfortzone, vielleicht auch von einer Gruppe oder von so einer Paarkonstellation oder so oder Freundeskonstellation dann herausgerissen zu werden und dann steht man alleine im Fjell und muss alles selber regeln und ist für sich selbst verantwortlich. Das ist, glaube ich, schon irgendwie ganz krass. Also so ging es mir auch auf meiner ersten Tour auch. Das stimmt, ja. Mein erster Tag, da wurde ich dann noch direkt mal von so einem Regensturm irgendwie ereilt und ich habe dann auch wirklich übelst geheult. Und das war auch nicht einfach so. Ne? Also, dass man da quasi so den Spaß an der Sache erstmal findet. Und ja, man muss sich einfinden auf so einer Tour. Ja, einfinden, ja, auf jeden Fall. Ja, und umso schöner ist es dann, wenn man es tatsächlich geschafft hat, sich da irgendwie reinzufuchsen.
Okay. Glaube ich, ist das. Jetzt seid ihr alleine unterwegs gewesen und auf einmal wartet ihr zu zweit. Was hat sich da dann denn geändert bei euch? Also die Art des Wanderns ist ja doch schon was anderes, wenn ich alleine unterwegs bin oder wenn ich mit jemandem anderes zusammen bin oder dann noch die Steigerung, finde ich, als Pärchen. Ja, es kommt, glaube ich, so ein bisschen drauf an. Also ich habe das ja auch schon mal mit einem Kumpel gehabt, dass wir lange unterwegs waren, mit dem Ulrich, dem ich vorhin genannt habe, wo wir im Winter lange unterwegs waren, auch in Norwegen. Und das war schon auch anders, als mit Andi unterwegs zu sein. Aber mit Andi zum Beispiel habe ich ganz schnell gemerkt, auch als wir das erste Mal so kleinere Touren gemacht haben, dass wir einfach so ähnlich ticken, was das Herangehen an so Touren angeht, was so die eigenen Wünsche an so eine Tour angeht, dass wir da so auf demselben Level sind und auch so bei der Leistungsfähigkeit und das, was wir schaffen wollen, ähnlich ticken. Also wir haben nie irgendwie groß irgendwie jetzt auch auf kleineren Touren oder so irgendwie darüber gestritten, sollen wir jetzt noch weitergehen oder ist das jetzt genug für den Tag? Also wir haben nie irgendwelche Meinungsverschiedenheiten in dieser Richtung gehabt, sollen wir das lieber so machen oder so, sondern wir haben da schon immer so eine gemeinsame Ebene, finde ich, so gefunden und das hat mir dann auch am Ende des Tages echt einfach gemacht zu sagen, ja, lass uns das probieren, zusammen durch Norwegen zu gehen. Also so ging es mir von Anfang an, dass ich mich da total wohl gefühlt habe, mit Andi unterwegs zu sein. Und das war halt ein großes Geschenk, weil ich weiß das von vielen anderen Leuten und auch aus eigener Erfahrung, dass das nicht immer normal ist, dass man zusammen, selbst wenn man beste Freunde ist oder gut befreundet oder gleiche Vorstellungen von so einer Tour hat, dass das dann funktionieren kann und muss. Und ich glaube, das ist echt ein großes Glück, dass wir das so zusammen hinbekommen haben. Und das freut mich wirklich total, so im Nachgang auch. Ja, sehe ich auch so. Also das ist nichts Selbstverständliches. Ja. Und ich habe das als großen Vorteil gesehen. Also ich sehe es auch den Vorteil, wenn ich jetzt alleine unterwegs bin. Also ich kann mir halt komplett meinen Tag selber einteilen. Ich kann halt machen, was ich will. Ich mache Pause, wann ich will. Ich esse, wann ich will. Und keine Ahnung. Zu zweit ist es halt ein konstantes Abstimmen immer und klar, man muss da immer irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen, aber das ist jetzt halt bei uns irgendwie so, kommt so natürlich halt, also das ist jetzt nichts, wofür wir total viel arbeiten müssen. Oder so. Genau, das sehe ich genauso. Also wir müssen uns jetzt da nicht irgendwie abarbeiten aneinander und ja. irgendwie dann, um einen Nenner zu finden, sondern das ist so, funktioniert so auf einer ganz, ganz einfachen Ebene. So, sollen wir Pause machen? Ja. Sollen wir heute Schluss machen? Ja, sehe ich genauso. Und man merkt dann auch schon immer so bei der Entscheidungsfindung, dass wir beide so doch ähnlich da auch ticken. Und das ist einfach ganz, ganz toll und macht es natürlich einfach auf Tour, wenn man zusammen unterwegs ist. Also kann man sagen... Was nicht heißt, dass es nicht doch auch mal... ja. Hm? Ja, also natürlich gibt es auch Meinungsverschiedenheiten auf Tour oder auch, dass man, ja. Sorry, ich höre das immer ein bisschen zeitversetzt. Also kann man sagen quasi, es ist so eine gute Prüfung, wenn man gucken will, ob man zusammenpasst oder zusammen alt werden kann, so eine lange Wanderung zusammen zu machen. Also sicherlich ist das eine gewisse Art und Weise von Prüfung, aber ich sehe da ganz andere Sachen, also weil das Leben auf Tour ist einfach nicht das Leben zu Hause, ne? Das muss man ganz klar sagen, das ist schon eine Ausnahmesituation und wenn man sich da versteht, heißt das nicht, dass man im Alltag vielleicht auch auf ewig zusammen glücklich werden kann. Natürlich ist dieses gemeinsam auf Tour sein total große Herausforderung und Prüfung, vielleicht auch gerade für eine Beziehung. Aber im Alltag sind dann wieder andere Sachen wichtiger und treten vielleicht in den Vordergrund, vielleicht ganz normale, banale Sachen, wo sich dann vielleicht im Alltag vielleicht auch vielleicht Streitereien oder was auch oder Meinungsverschiedenheiten entzünden. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass wenn man so eine Tour gemeinsam als Paar geschafft hat, dass das die wahnsinnig große Grundlage ist, also die Versicherung oder das Gütesiegel, dass es für immer irgendwie halten wird, dass man zusammen ist. Aber natürlich ist das schon eine große Hilfe, weil man auch weiß, wie der andere vielleicht in bestimmten Situationen, die vielleicht ein bisschen extremer sind oder fordernder sind, reagiert. Das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das Norgeplalangs-Beziehungsgütesiegel, so würde ich es vielleicht nicht unbedingt am Ende nennen. Aber es ist natürlich toll zu wissen, dass der andere halt vielleicht auch belastbar ist oder auch bei der Entscheidungsfindung, dass man da nicht groß diskutieren muss und so. Das ist dann schon irgendwie
man lernt da so ein bisschen zwischen den Zeilen, glaube ich, auch noch mehr übereinander. Sehr cool. Jetzt seid ihr von so einer langen Wanderung zurück. Fällt man dann in ein Loch? Was mache ich jetzt? Und ach nee, jetzt muss ich vielleicht doch wieder einen Job rein und so weiter. Also wie ist es euch da ergangen? Also ich empfand das überhaupt nicht als Loch oder so. Zum einen haben wir, nachdem wir am Nordkap angekommen waren, haben wir unsere Rückreise so gestaltet, dass nochmal so ein bisschen, wie sagt man, oder noch einen draufgesetzt hat. Die Kirsche auf der Torte. Die Kirsche auf der Torte. wir sind dann nochmal mit dem Hurtigrutenschiff nach Bergen zurückgefahren und hatten dann, also haben uns für die Rückreise fast eine Woche Zeit gelassen. Und das war dann auch nochmal halt echt schönes Erlebnis. Und irgendwann ist es dann auch so, dass die Festplatte einfach komplett voll war. Also so ist es uns gegangen. Also wir waren dann eigentlich auch ein Stück weit froh, dass es dann zu Ende war. Also das von Loch kann man da eigentlich gar nicht reden. Also in meinem Fall nicht. Also ich war dann auch wirklich auch erschöpft, also auch wirklich mental erschöpft von den ganzen Eindrücken, die über 5 Monate zusammengekommen sind. Und ich habe auch auf der Tour entdeckt, dass ich auch ein Mensch bin, der gerne irgendwie sein Nest hat, irgendwie sein Zuhause und seinen Alltag. Und ich habe mich dann auch ein Stück weit gefreut, das dann wieder zu bekommen. Ja, das ging mir auch so. Also was Anni gerade sagte auf der Rückreise, wir hatten ja wirklich viel, viel Zeit auch auf der Rückreise, um so ein bisschen auch runterzukommen. Und wir sind zum Beispiel als Beispiel in Bergen gewesen, eine wunderschöne Stadt in Norwegen, und haben ein total tolles Programm gehabt oder so. Aber wir hatten einfach überhaupt keinen Bock, uns groß da irgendwie alles anzusehen, weil wir einfach, wie Andi gerade schon gesagt hatte, ja, die Festplatte war so voll, also es war einfach übervoll mit Eindrücken. Also es ging einfach nichts mehr drauf. So. Und das war schon krass. Und noch, ja, fand ich bisher auch noch nicht, aber ich habe auch noch nicht die Gelegenheit gehabt, überhaupt mal so richtig über die Tour nachzudenken. Gerade weil es dann zu Hause, als wir ankamen, schon auch fast direkt wieder losging. Also Andi hatte sich dann auch direkt beworben, schon fast von unterwegs aus auf eine Stelle, hatte dann relativ zügig auch schon ein Gespräch zur Stelle und hatte dann vielleicht 2 Wochen Zeit, um hier, wo wir jetzt in Dresden sind, so ein bisschen anzukommen, runterzukommen und unser neues Nest, unseren neuen Platz so ein bisschen in Augenschein und Beschlag zu nehmen. Und für mich ging es auch zu Hause direkt los mit Vorträgen, mit Bewerbungen und so weiter. Also Loch war da nicht, vielleicht mental eher so die Erschöpfung, so ging es mir, dass ich auch gerne irgendwo ankommen wollte. Also ich habe letztes Jahr wahrscheinlich, keine Ahnung, an 150 verschiedenen Orten geschlafen. Ne? So Zelte, Hütten, Hotels und was weiß ich nicht alles. So ein bisschen so wie das Rockstar-Leben. Ne? Man weiß morgens nicht, wo der Lichtschalter im Raum ist. Und von daher fand ich es dann irgendwie so eher so ein mentales Loch in Form von, ich würde jetzt gerne mal wieder ankommen irgendwo und irgendwo sein für eine gewisse Zeit. Das fand ich schon irgendwie nach der Tour. Das war so eher das Loch. Nicht so, dass auf einer mentalen Ebene, dass man das Unterwegssein so krass vermisst, sondern das Ankommen habe ich auch am Ende so ein bisschen vermisst. Und von daher war es dann ganz schön, als wir in Dresden hier zusammen angekommen sind. Das mit der Festplatte ist voll, das finde ich noch ganz spannend. Wie dokumentiert ihr denn für euch eure Erlebnisse beziehungsweise die Eindrücke, was ihr gesehen habt und so weiter? Also habt ihr da ein Tagebuch, macht ihr das nur mit der Kamera? Oder also das ist ja doch eine Menge. Mhm. Ja, also wir haben beide Tagebuch geschrieben, jeder für sich. Und ja, haben natürlich viele Fotos gemacht auch. Wir haben von unterwegs gebloggt, relativ ausführlich. Ja. Haben auf Instagram gepostet. Also, ja. Ja, genau, dokumentiert. Also wie gesagt, so sagen wir mal, auf der mentalen, gedanklichen Ebene natürlich im Tagebuch, wo dann wahrscheinlich noch so einige Sachen schlummern, die vielleicht irgendwie so nach außen hin nicht irgendwie kommuniziert sind. Aber ja klar, ganz viele Fotos. Wir haben ja auch eine Drohne mit dabei gehabt, also ganz viele tolle Videoimpressionen auch noch, die alle quasi hier so auf der Festplatte auch noch schlummern und so ein bisschen darauf warten, gehoben zu werden. Ja, also ganz klassisch halt Fotos und Tagebuch und natürlich auch so untereinander dokumentiert, indem man einfach über viele Sachen auch spricht, auch im Nachgang
so weißt du noch oder kannst du dich dran erinnern? Und wir haben jetzt auch an alle Leute, die uns unterwegs geholfen haben, noch eine nette Dankekarte geschickt und einen Stapel Bücher nach Norwegen verschickt, so als Dankeschön für ganz tolle Leute, die uns geholfen haben. Und ja, das ist so ganz viele kleine Puzzlesteine, die ja so eine Tour dann auch dokumentieren am Ende des Tages. Sehr cool. Da habe ich jetzt als Fotograf noch eine Frage. Wie habt ihr das denn gemacht? Erstens mit dem Internet und zweitens mit dem Strom? Ja, großes Thema, wenn man so eine Weitwanderung macht und die natürlich auch vielleicht irgendwie medial irgendwie so bei darüber berichten möchte im Blog oder auf sozialen Medien, ist natürlich immer Strom und Internet. Internet ist in Norwegen eigentlich das geringste Problem, im Gegensatz zu vielleicht in Deutschland. In Norwegen hat man teilweise sogar im Fjell, also in den Bergen, teilweise also 5G an den abgelegensten Orten oder man läuft durch so ein Gebiet im Norden Narvikfjell und auf einmal sieht man auf der Landkarte so einen fetten Handymast, der dann vielleicht einfach eingerichtet ist, um irgendwelche Seen, die zur Wassergewinnung genutzt, zur Stromgewinnung genutzt werden, ja, für die Kommunikation da sind und dann macht man sein Handy an und auf einmal hat man mitten in nirgendwo Empfang. Also Internet und Verbindung nach draußen ist in Norwegen eigentlich nie das Riesenthema gewesen und gerade an Ruhetagen, die wir dann oft im Hotel oder in anderen Unterkünften verbracht haben, ist es sowieso überhaupt kein Problem. Und Strom, ja, das ist halt das größere Problem, gerade wenn man so Dinge wie eine Drohne mitschleppt, muss man halt zum einen mehr Akkus mitnehmen oder ja, zwischendurch versuchen zu, so oft es geht, nachzuladen. Und wir waren da eher so ein bisschen konventionell unterwegs und haben dann relativ viele Akkus auch mit dabei gehabt. Und uns ist aber auch da nie der Strom ausgegangen. Wir hatten eine Powerbank noch dabei und das hat ganz gut funktioniert. Und gerade mit der Drohne muss man sich dann halt überlegen, was man filmen möchte. Ne? Dann schleppt man die halt mal drei Wochen im Rucksack mit und hat 20 Minuten damit gefilmt. Aber das ist dann halt so das Fotografenleben unterwegs oder das ja, Drohnen-Video-Leben, wenn man sowas sich entscheidet, sowas durch ganz Norwegen zu schleppen. Wenn ihr jetzt so viel gefilmt und fotografiert habt oder mitgeschrieben habt, war trotzdem irgendwo, gibt es so ein eindrücklichstes Erlebnis, wo ihr sagt, das werde ich nie vergessen, das war einfach der Hammer? Viele. Also es ist wirklich schwer runterzubrechen. Man kann sich nicht mehr vorstellen, was man da alles erlebt. Ja. Also ich glaube, die eindrücklichsten Erlebnisse sind vielleicht auch gar nicht die schönsten Momente, also in Form von tollem Sonnenuntergang oder so, sondern dass man einfach vielleicht große Herausforderungen so geschafft hat. Also es gibt so zwei, drei Abschnitte, wo man Offroad gehen muss, zum Beispiel auf der Tour, so wie wir es gemacht haben, wo man sich dann einfach durch die Pampa schlägt mit Karte und Kompass. Und wo wir da unterwegs waren, kann ich mich eine Stelle im Blaufjell erinnern, wo wir wirklich schlechtes Wetter hatten, wo es geblitzt und gedonnert hat, wo wir wirklich Sturm hatten und es uns beiden unterwegs nicht wirklich gut ging, so mental und körperlich. Und dann sowas zu schaffen, das erfreut einen dann doch schon sehr. Also das ist dann schon wirklich krass. Dann ist es vielleicht nicht der schönste Sonnenuntergang, der einem so im Nachhinein in Erinnerung bleibt vielleicht, sondern einfach große Herausforderungen, die man wirklich bewältigt hat und gut auch bewältigt hat. Egal, welche Steine einem im Weg gelegt worden sind, man hat es geschafft und das finde ich schon eher so was, woran ich oft denke und wo ich dann vielleicht auch stolz auf uns bin, dass wir das so geschafft haben gemeinsam. Das ist eher das, woran ich oft denke. Oder die vielen Leute, die uns geholfen haben unterwegs, die wir getroffen haben, die uns irgendwie Haus und Hof geöffnet haben, obwohl die uns null kannten und das sind auch so schöne Erinnerungen dran. Ja, ganz viele tolle Momente, wo uns Leute auch, sei es mit ganz kleinen Kleinigkeiten, eine Freude ins Gesicht gezaubert haben, wenn man halt bei 30 Grad im Schatten durch die Gegend läuft mit einem fetten Rucksack und auf einmal springt ein Nachbar an der Straße raus und gibt einem eiskaltes Eis oder so, was eigentlich für die Kinder gedacht war oder solche Sachen. Das sind einfach Momente, die man so schnell nicht vergisst und das toppt dann in solchen Augenblicken auch wirklich den tollsten Sonnenuntergang, wenn einem so viel Hilfe angedeiht wird und das ist schon cool. Also wir sind teilweise an einem Tag gar nicht vorangekommen, weil wir so oft eingeladen sind von interessierten Norwegern, die uns gar nicht gehen lassen wollten. Wir konnten uns da gar nicht gegen wehren.
Würde ich mich jetzt auch nicht gegen wehren, was das Essen betrifft. Wenn wir schon beim Essen sind, isst man dann die ganze Zeit Nudeln, Instant-Suppen oder Beeren, die man findet? Ja, wir haben die ganze Zeit gejagt. Ja, wir haben uns so von selbst gejagt und ernährt. Nein, Quatsch. Was die Natur uns hergibt. Genau, wir haben uns so von dem ernährt, was die Natur uns gibt. Nein, Quatsch, wir haben halt ganz viele Schokoriegel, Schokolade, also so einfache Sachen dabei gehabt. Wir haben gefriergetrocknetes Essen gehabt, da gibt es echt ganz leckere Varianten aus Norwegen, das nennt sich Realtormat, das ist wirklich so wirklich cool. Da gibt es eine Sorte Pulled Pork zum Beispiel, also das ist schon echt lässig gewesen und lecker auch bis zum Ende der Tour, selbst nach 130 Tagen ging uns das nicht auf den Sack. Aber wir haben natürlich ganz viel Schokolade gegessen, Riegel und das war dann schon, manche Sachen konnte man dann hinterher nicht mehr so ganz gut essen oder sehen. Da musste man sich dann doch was anderes suchen, aber ja, Ernährung spielt auf so einer Tour schon eine große Rolle, wenn man so dann nach einer Woche im Fjell das erste Mal in den Supermarkt kommt und dann hungrig, sollte man das nicht machen. Wir hatten einmal in Solitär mal 150 Euro, glaube ich, für einen Ruhetag eingekauft und da war vielleicht so zwei Äpfel dabei, ne? Und Ernährung ist auf jeden Fall ein Thema auf Tour und wir versuchen uns im Alltag ja auch irgendwie gesund zu ernähren hier zu Hause, aber das kann man ganz schnell vergessen auf Tour, ne? Ich bin ja auch berühmt berichtigt für meine Chips- und Cola-Exzesse auf Tour dann. Und Butter-Exzesse. Und Butter-Exzesse, genau. Und genau so war es auch dieses Mal wieder, dass wir da wirklich reingehauen haben. Und 5 Tüten Chips in 2 Tagen ist überhaupt gar nichts gewesen, so zu zweit. Also Butter-Exzesse, das heißt mit dem Löffel in die Butter rein wie Eiscreme, oder? Ja, so in etwa. Kann man gut machen, ne? Butter leicht gesalzen schmeckt immer gut und lernt man ja auch zu Hause beim Kochen, alles schmeckt mit Butter sehr viel besser. Und ja, gerade am Ende der Tour haben wir dann doch auch echt viel Butter immer mit am Start gehabt. Und wir haben schon drauf gewartet, dass es mal kälter wird, damit wir endlich Butter. Ja, stimmt. Im Süden konnten wir nicht so viel Butter mitnehmen, weil es so heiß war. Ja. Und ist dann so ab Hälfte der Tour wieder kühler und dann konnte man dann auch mal wieder ein bisschen Butter am Start haben. Ja, aber zu Hause bitte nicht nachmachen. Jetzt seid ihr damit fertig, ihr arbeitet wieder, ihr seid in Dresden. Dresden ist natürlich auch genial zum Wandern, sei es jetzt Altenberg oben oder selbst Sandsteingebirge. Trotzdem ist ja die Frage, was plant ihr als nächstes? Naja, wir sind jetzt fertig mit der Tour, sagen wir mal so körperlich, so mental noch lange nicht. Ich habe, wie gesagt, für mich persönlich noch nicht eine Minute mal in Ruhe drüber nachdenken können, was wir so letztes Jahr geschaffen haben und geschafft haben. Also diese Tour wird einem bis ans Ende der Tage mit begleiten. Das ist, kenne ich auch von der ersten Tour, das ist einfach so. Aber ja, in Dresden ankommen heißt natürlich auch wieder so einen Alltag sich schaffen, auf der Arbeit gefordert sein. Große Pläne für dieses Jahr sind eigentlich eher der Form, dass man sich wieder so in den Alltag einfügt, dass man so das gut hinbekommt, was einfach ja so jeden Tag anfällt, dass wir gar nicht groß Touren geplant haben. Anni, du wolltest dieses Jahr noch weg, ne? Ja, ich wollte mal wieder was Entspanntes alleine machen. Ich habe mir immer wieder während der Tour überlegt, ach, nächstes Jahr irgendwie mal wirklich entspannt und ohne Zeitdruck. Und das steht, denke ich mal, an. Also ich bin da gerade so ein bisschen am Ideen sammeln. Aber natürlich in Norwegen. Ja, natürlich. Und ja, bei mir ist es halt so, dass ich relativ viele Vorträge in diesem Jahr noch habe und plane und auf der Arbeit doch ganz gut auch eingespannt bin. Und für mich zeichnet sich so ab, dass ich vielleicht im September was mache, auch 2 Wochen. Mal gucken, ob sich das mit Andi so ein bisschen überschneidet, dass wir dann gemeinsam vielleicht ein paar Tage verbringen. Und dann bekomme ich doch recht viele Nachfragen, ob Leute gerne mal mit mir auf Tour gehen könnten. Und da bin ich sowas, wie man bei uns sagt, am Plan dran im Ruhrgebiet. Ne? Ich hoffe, dass wir vielleicht mal in diesem Jahr eine Tour ich eine Tour anbieten kann, wo Leute mit mir dann auch unterwegs sind. Aber dass in diesem Jahr was Großes ansteht, eher nicht. Eher steht so an, die letzte Tour zu verarbeiten und ja, hier so ein bisschen anzukommen in Dresden. Genau. Werden denn noch die Tagebücher als Buch, also du hast ja schon ein Buch rausgebracht, wird es da auch noch mal ein Buch geben von euch beiden zu der Tour?
Das ist ganz schwer zu sagen. Es würde unglaublich viele Geschichten natürlich noch zu erzählen geben, aber das wäre halt wirklich noch ein großes Projekt für dieses Jahr, wenn sich da was ergeben würde. Wir kriegen auch da ganz viele Nachfragen, gerade von Leuten, die bei meinen Vorträgen sind oder von unserer Tour verfolgt haben im letzten Jahr. Aber so aus eigener Erfahrung kann ich sagen, so ein Buch zu schreiben ist viel mehr Arbeit, als man sich das vorstellt, besonders wenn man das neben der normalen Arbeit macht. Wir hätten schon Lust drauf, was zu veröffentlichen, aber da müssen wir auf jeden Fall noch einen Weg finden oder auch uns selbst irgendwie finden, ob wir das machen wollen, weil es einfach so krass viel Arbeit ist. Also ein Buch mit einem Verlag rauszugeben, ist nicht mal in 3 Wochenenden gemacht, sondern da ist man dann schon mal ein halbes Jahr locker mit beschäftigt und dann jede freie Minute, und das muss dann einfach passen. Auch dass natürlich der Verlag, mit dem ich da das erste Buch veröffentlicht habe, auch da Bock drauf hat. Und ja, da sprechen wir auf jeden Fall gerade, sind in Gesprächen und tauschen uns aus, aber fix ist da auf jeden Fall nichts. Stand jetzt, sag ich mal. Ich kann nur sagen, mein Vater würde sich freuen. Der hat das erste Buch verschlungen und war begeistert. Und als ich ihm dann erzählt habe, dass wir uns getroffen hatten, da war er, ach echt? Also, ja. Ja, cool. Vorträge hast du. Mach ich. Die Vorträge, wo seid ihr dann noch dieses Jahr? Ich bin jetzt mal. Ja. Dann im Herbst ist es bisher noch nicht so viel fest, aber ich bin da fest hinterher, dass sich noch ein paar Sachen ergeben. Gerade eventuell bei die Globetrotter Wandertage, da bin ich auf jeden Fall am Start hier in der sächsischen Schweiz. Und dann bin ich gerade dabei, halt noch ein paar Termine festzumachen. Im nächsten Jahr gibt es dann schon ein paar, die fixiert sind in Freiburg, bei Mundologia beispielsweise. Das wird, glaube ich, ziemlich fett werden. Und ja, das ergibt sich immer so im Laufe des Jahres. Der Vorlauf ist da doch immer recht groß, aber ich bin da ganz optimistisch, dass sich da so im deutschlandweit auch der ein oder andere Vortrag ergibt. Genau. Wo kann man das? Man aber auch auf meiner Homepage. Genau, da sind die alle eingepflegt und da kann man dann immer mal schauen, wo ich dann als nächstes vorbeikomme. simonpartour.de werde ich auf jeden Fall verlinken, dass es auch alle finden. Genau. Zum Schluss gibt es noch ein paar Fragen, die jeder Gast gestellt bekommt, und ich bin gespannt, was eure Antworten darauf sind. Kurze Frage, Antwort könnt ihr euch auch Zeit lassen gerne. Fangen wir mit der ersten an. Ja. Berge oder Meer? Dein Favorit und warum? Ja. Auf jeden Fall mehr. Weil ich liebe Wassersport, ich liebe Wasser, ich liebe Horizont und Weite und ja, das geht für mich nichts drüber. Das geht mir genauso. Meer ist auf jeden Fall mein Favorit. Natürlich am liebsten in der norwegischen Kombination mit ein paar Bergen drumherum, aber auch wie Andi liebe ich die Weite, die Ruhe und die salzige Meeresluft. Von daher auf jeden Fall im Zweifel immer Meer. Okay, damit seid ihr quasi die Zweiten, die das nennen. Alle anderen waren immer Berge. So, dann wird das nächste spannend. Denn wie würdet ihr eure Zeit verbringen auf einer einsamen Hütte in den Bergen, wenn ihr 3 Monate da wärt? Kann auch das norwegische Fjell sein. Ja, ich würde, glaube ich, den ganzen Tag Tee trinken und Feuer machen und mal ab und zu rausgehen. Und ja, genau. So würde es mir auch gehen. Also ich würde auf der Hütte sitzen, vielleicht auf der Treppe vor der Hütte mit einem Fernglas und einer großen Kanne Kaffee und einfach so durch die Gegend gucken und schauen, was passiert, wer vorbeikommt. Also 3 Monate auf so einer Hütte kriege ich ganz, ganz locker, auch ohne großartige Beschäftigung, Beschallung oder was auch immer rum. Das ist überhaupt gar kein Problem. Müßiggang, das kann ich. Sehr gut. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Sonnenuntergang. Ich bin kein Frühaufsteher. Ja, das geht mir genauso. Ich
könnte mich niemals irgendwie, oder was heißt niemals, aber ich wäre niemals derjenige, der sich morgens um 4 Uhr den Wecker stellt, um den tollsten Sonnenuntergang zu fotografieren. Das muss dann schon eher der Zufall sein und ich bin auch ganz klar für den Sonnenuntergang am liebsten aus dem Zelt im Schlafsack liegend und dann schauen, wie die Sonne hinterm Horizont verschwindet. Ohne welches Gadget oder welchen Ausrüstungsgegenstand geht ihr nie in die Berge beziehungsweise auf Tour? Ja, bei mir ist das auf jeden Fall immer mein Titanlöffel. Es ist so ein langer Löffel, den ich für mein gefriergetrocknetes Essen eigentlich sonst nehme, für mein Abendessen, aber damit kann man auch wunderbar Chips und Erdnüsse und was weiß ich nicht alles schnell vertilgen. Ohne den gehe ich auf jeden Fall niemals auf Tour. Der ist immer dabei und den habe ich auch schon seit meiner ersten Tour in Skandinavien habe ich den dabei. Ich wollte eigentlich auch Titanlöffel sagen. Aber bei mir auf jeden Fall Sitzmatte, also meine Thermarest-Sitzmatte, diese faltbare, die habe ich eigentlich immer mit dabei, weil ich finde, das ist ziemlich unterschätzt, dass man was hat, wo man bequem drauf sitzen kann in der Pause und ja, dass man es muckelig unterm Hintern hat. Du siehst, wir sind große Abenteurer. Sitzen und Essen sind hoch bei uns im Kurs. Ja gut, wenn man vorher dahin gewandert ist und dann den quasi den Sonnenuntergang auf einer schönen Sitzmatte mit was Schönes zu essen genießen kann, ist das natürlich super. Genau, man muss immer vorbereitet sein. Was sind so eure Top 3 Blogs oder Ressourcen, die ihr gerne lest? Also es können Magazine sein, Internetseiten, Blogs oder was auch immer. Also was habt ihr da für Empfehlungen? Bei mir ist es eher, also ich lese wenig Blogs, also eigentlich fast keine Blogs, außer ab und zu beim Fräulein draußen bin ich schon mal auf der Seite. Aber ich verfolge halt viel über Instagram, also ich nutze halt soziale Medien dafür. Also vor allem, es ist bei mir halt sehr norwegenlastig. Ich bin beim DNT, also beim norwegischen Wanderverband, verfolge ich gern. Ytno ist eine Seite rund ums Draußensein in Norwegen. Genau, bei Visit Norway hole ich mir gerne Inspiration. Ja, vor allem du über Instagram und Stories, da kann man ja mittlerweile auch echt viel verfolgen. Und Hashtags folgen, also wenn man jetzt Norge Palangs Hashtag zum Beispiel folgt, oder ja, da kann man dann auch ein bisschen up to date sein, was das Thema angeht. Genau, bei mir ist es auch ähnlich. Ich versuche da auch da ein bisschen mal reinzuschauen bei auch gerade Instagram-Stories, wenn Leute irgendwelche Accounts übernehmen, finde ich das ziemlich spannend, wenn sie auf Tour sind. Ansonsten gucke ich immer so querbeet. Ich bin auch gerne bei Outdoor. Seit unglaublich viele Touren vorgestellt sind und man sich unglaublich viele Inspirationen holen kann. Da bin ich auch ziemlich gerne unterwegs und verfolge da Leute, die ihre Touren einstellen oder auch zu Touren Fragen haben, da bin ich gerne auch unterwegs. Und ansonsten schaue ich mir gerne an, was so auch Freunde und Bekannte von mir so treiben, wenn sie unterwegs sind. Da schaue ich dann schon auch gerne mal rein, wenn die auch darüber berichten. Und ja, ich versuche halt auch viel zu lesen, in welcher Form auch immer. Dass ich dann auch vielleicht mal ganz analog mir ein Magazin hole oder da mal reinschaue. Das mache ich auch ganz gerne mal als Anregung. Okay. Und also eigentlich heißt die Frage, was empfiehlst du gegen Bergweh? Ich mache das mal ein bisschen um. Was empfiehlt ihr gegen Nordweh? Also ihr seid jetzt quasi wieder in Dresden, habt aber Sehnsucht nach Skandinavien. Was tut ihr dagegen? Die nächste Tour planen. Genau, nach der Tour ist vor der Tour. Zum einen sieht es bei uns ja sowieso immer so aus wie in so einem Norwegen-devotionalen Museum. Überall sind irgendwelche Touränderungen, Rentiergeweihe und Fahnen präsent. Einfach gedanklich sofort wieder Richtung Norden aufbrechen und vor allem, machen, nicht dran denken, sondern machen. Und wir fahren jetzt demnächst auch wieder nicht ganz nach Norwegen, aber nach Dänemark und den Blick immer gen Norden gerichtet. Nicht immer nur hier am Schreibtisch sitzen und dran denken und Bilder anschauen, sondern dann auch einfach mal sich ins Auto, den Flieger oder den Bus setzen und losziehen und was machen. Cool. Wen würdet ihr gerne mal hier im Podcast als Gast hören?
Also ich würde sehr gerne mal den Jerome Blösser hören. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der Jerome, das ist so ein, der weiße Nomade nennen ihn seine Kumpels und Freunde. Das ist jemand, das ist mit der einzige Mensch, den ich kenne, der gerne in Wüsten aller Art unterwegs ist. Ob bei minus 30 Grad oder bei plus 40 Grad ist er immer unterwegs. Er klimmt da ganz andere Berge, nämlich Sanddünen zum Beispiel im Oman ist er immer ganz viel unterwegs. Und das wäre so jemand, dem ich unglaublich gerne mal auch länger zuhören würde in einem Podcast. Das ist cool. Wäre mein Wunsch, Tipp oder wie auch immer. Wäre vielleicht auch noch ganz cool, weil der Florian Astor, der ist jetzt nicht so bekannt, aber der hat einen Blog, dowhatmakegood.com. Ja. Und den haben wir vor 2 Jahren kennengelernt. Genau, cooler Typ. Der ist, glaube ich, den PCT gelaufen und dann noch den in Neuseeland, den Te-a-Roa, wie heißt der? Te-a-Ora. Te-a-Ora Trail. Genau, also der ist ultra leicht unterwegs und ja, ziemlich lustiger Typ auch, ja. Ziemlich kreativ und hat jetzt, glaube ich, auch ein Startup gegründet. Genau, ziemlich lässiger Typ. Der ist ziemlich interessant. Ich glaube, der hat ziemlich viel zu erzählen. Ja, genau. Der cool. Hat halt so diesen Move gemacht vom High-Management. Ich glaube, bei Lufthansa hat er einfach den Brocken hingeschmissen und ist wandern gegangen. Und das war ein ziemlich lässiger Typ, der das gut hinbekommen hat, dieses Do What Make Good in sein Leben reinzulassen. Und das ist eigentlich, wäre auch ein guter Tipp, ja. Stimmt, muss ich Andi recht geben, auf jeden Fall. Vielen Dank, habe ich mal aufgeschrieben. Und dann werde ich mal gucken, ob ich die reinkriege. Ja. So, ich werde auf jeden Fall alle Seiten verlinken, die ihr habt mit den Vorträgen und so weiter. Auch das Buch verlinken, damit das jeder auch lesen kann. Ja, gut. Genau. Und dann bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen als vielen, vielen Dank für die Eindrücke, dass ihr uns so ein bisschen mitgenommen habt auf die Norwegen-Tour und auch, dass es gut klappen kann, zu zweit unterwegs zu sein, auch als Pärchen. Auf jeden Fall. Und ich freue mich, das nächste Mal euch im Globetrotter zu treffen. Ich bin jetzt über den Sommer nochmal in Dresden. Da werde ich auf jeden Fall vorbeikommen. Und ja, vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen kuscheligen Sonntag, auch wenn der draußen nicht so kuschelig ist. Und Ja, vielen lieben Dank. Hat uns auch großen Spaß gemacht. Wir werden versuchen, gleich nochmal rauszugehen tatsächlich, auch wenn es regnet. Und uns hat großen Spaß gemacht. Und wenn du tatsächlich in Dresden bist, dann sagst du vorher mal Bescheid. Dann treffen wir uns und quatschen mal so ganz off the record. Sehr gut. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss. Ja, bis bald. Tschüss. Schönen Sonntag. Das war es schon wieder mit dieser Episode des Vitamin Berge Podcast. Schön, dass du dabei warst. Und die Shownotes und weitere Informationen findest du unter vitaminberge.de/podcast. Ich freue mich, wenn du den Podcast auf Facebook, Twitter und Co. teilst und wünsche dir sonnige Grüße und bis bald. Ciao, ciao.